Herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag in unserer Reihe Ägyptische Vips. Heute geht es unter dem Titel Ein rätselhafter Tod um Antinoos. Es geht also um dieses inschriftenlose Oberteil einer Kolossalstatue, die einen Jüngling zeigt in typischer ägyptischer Tracht mit plissiertem Schurz, mit einem gestreiften Königskopftuch und mit einer Uräus-Schlange an der Stirn. Die Figur ist aus rotem italienischem Marmor, Rosso Antico, hergestellt und stammt aus der römischen Kaiserzeit, genauer gesagt aus der Zeit des Hadrian, um 135 nach Christus und war ursprünglich sicherlich in der Villa Hadriana aufgestellt. Die Figur weist einige für Antinoos typische charakteristische Merkmale auf, darunter fallen zum Beispiel der leicht geneigte Kopf der Figur, die plastisch ausgearbeiteten Augenbrauen, aber beispielsweise auch der auffallend kräftig entwickelte Brustkorb. Die Figur hat hinten einen spitz zulaufenden Rückenpfeiler und ist auch durch den formalen Aufbau, also nach dem Typus der sogenannten Stand-Schreit-Figur, noch ganz dem ägyptischen Vorbild verpflichtet. Doch zeigt sich vor allem in der deutlich geschwungenen Mittelkontur des Oberkörpers auch bereits der Einfluss der klassischen Kontrapostfiguren. Wir haben hier also eine wunderbare Mischung aus altägyptischen Elementen und dem typisch griechisch-römischen. Als solches steht die Figur seit 2013 in dem großen zweiten Raum unseres Museums Kunst und Zeit als Zielpunkt, als Blickpunkt am Ende des Raumes und steht dort repräsentativ für die römische Epoche. Zur historischen Person des Antinoos ist nicht allzu viel bekannt, so dass man vielleicht allgemein sagen kann, dass weniger die Persönlichkeit des Antinoos selbst hier von Wichtigkeit ist, als vielmehr das Phänomen, das durch die Verehrung des Antinoos geschaffen wurde. Was wissen wir von Antinoos überhaupt? Wir wissen, dass er vermutlich zwischen 110 und 115 in Bithynion, Claudiopolis im Nordwesten Kleinasiens geboren wurde. Ich habe das hier auf dieser Karte einmal rot markiert. Bithynien war zunächst eine antike Landschaft, später dann ein Königreich, dann römische Provinz in nordwestlichem Kleinasien, in dem die thrakischen Stämme der Thynier und der Bithynier siedelten. Die Geburtsstadt Claudiopolis entspricht dem heutigen Bolu in der Türkei und ist während der römischen Kaiserzeit auch als Claudiopolis bzw. Hadriana in den Quellen zu finden. Antinoos selber ist Günstling und Geliebter des römischen Kaisers Hadrian. Wir wissen, dass er um 130 nach Christus im Nil ertrunken ist. Er war dort als Reisebegleiter von Hadrian und seiner Gemahlin Sabina auf einer Ägyptenreise, ist dort im Nil ertrunken und wurde nach seinem Tod vergöttlicht und verehrt. Das Besondere ist, dass über ihn viele Quellen berichten und dass mehr als 100 Bildnisse von ihm erhalten sind. Und dass diese Bildnisse dann später auch in der Kunst der Renaissance bis heute vielfach rezipiert wurden. Schon in der Antike wurden die wenigen echten Informationen, die wir über das Leben des Antinoos haben, mit Legenden vermischt. Bis heute beruht die Faszination, die Antinoos ausübt, vor allen Dingen auf seiner Beziehung eben zu Kaiser Hadrian und den vielen Kunstwerken, die in Erinnerung an diesen Antinoos geschaffen worden sind. Klar ist, dass Kaiser Hadrian auf einer seiner Reisen auf den wohl sehr hübschen Knaben Antinoos aufmerksam wurde, wobei bis heute nicht so ganz genau zu klären ist, ob das schon bei Hadrians Aufenthalt in Bithynien im Jahre 121 oder dann erst etwas später 123, 124 stattgefunden hat. Von diesem Zeitpunkt an auf jeden Fall begleitet Antinoos den Kaiser auf all seinen Reisen. Hier links ein Bild des Hadrian aus dem Palazzo Massimo alle Terme. Hadrian war der erste römische Kaiser, der sich mit Bart
abbilden ließ, und dies wurde immer auch als ein Anzeichen für seine Zuneigung, seine Liebe zur griechischen Kultur gedeutet. Doch wurde auch berichtet, dass er damit eigentlich nur einen Makel in seinem Gesicht verbergen wolle. Grundsätzlich ist aber festzuhalten, dass der Kaiser der griechischen Kultur sehr zugeneigt war. Ganz kurz vielleicht einige Punkte zu Hadrian selber, zu seiner Person. Hadrian, eigentlich Publius Aelius Hadrianus, wurde 76 nach Christus in Italica geboren. Nach dem Tod seines eigenen Vaters wird er durch Trajan erzogen und dann eben auch adoptiert. Und Hadrian liebte, wie gerade schon gesagt, die griechische Kultur und befasste sich darum auch sehr früh mit Philosophie. Im Jahre 100 nach Christus heiratet er die Vibia Sabina, eine Tochter von Trajans Nichte, und nach Trajans Tod dann im Jahre 117 nach Christus riefen die Truppen Hadrian zum neuen Kaiser aus. Wesensmerkmale seiner Regierungszeit, ganz kurz genannt, sind vielleicht, dass er auf eben auch sehr schwierige und kostenintensive Reichsexpansionen des Römischen Reichs im Wesentlichen verzichtete, sondern sich darum bemühte, die Grenzen des Reiches zu festigen und zu sichern. Stichworte sind hier sicherlich der Limes oder der nach ihm benannte Hadrianswall. Dem inneren Ausbau des Reiches hat er sich gewidmet, sowie einer Neuordnung von Verwaltung und Heer. Und man kann aus heutiger Sicht sicherlich sagen, dass eine sehr kluge Staatsführung des Hadrian dem Reich eine 20-jährige Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs und eben diesem Aufschwung innerhalb stabiler Grenzen gesichert hat. Von seiner Bautätigkeit zeugen heute noch im Wesentlichen das Pantheon in Rom, sein Mausoleum, das heute unter dem Namen Engelsburg bekannt ist, sowie natürlich die sogenannte Hadriansvilla bei Tivoli, zu der wir später noch zurückkommen werden. Auch hierzu vielleicht ein, zwei Punkte noch. Das Pantheon ist natürlich ein ganz wunderbarer Bau, der vor allen Dingen deswegen berühmt ist, weil es eines der besterhaltensten antiken Gebäude aus römischer Zeit ist. Das Pantheon ist mehr als 1700 Jahre lang, gemessen am Innendurchmesser, die größte Kuppel der Welt gewesen und gilt allgemein, wie gesagt, als eines der besterhaltenen Bauwerke der römischen Antike. Das verdankt es seiner Errichtung aus Opus Cementium, also dem römischen Beton, wenn man so möchte. Und es besteht im Wesentlichen aus zwei Hauptelementen, also diesem Pronaos, den wir hier sehen können, mit einem rechteckigen Grundriss, und dann eben einem kreisrunden, überkuppelten Zentralbau. Hadrian errichtete dieses Gebäude damals auf dem Marsfeld und man geht davon aus, dass dieses Pantheon einem Kult tatsächlich, daher eben auch der Name aller Götter Roms, geweiht war. Am 13. Mai vermutlich des Jahres 609 wurde dieses Pantheon dann umgewidmet in eine christliche Kirche und ist seither der Heiligen Maria sowie allen christlichen Märtyrern geweiht. Die Engelsburg, die man hier auf der Folie rechts unten sehen kann, ist eigentlich das Mausoleum von Hadrian gewesen und ist dann später von verschiedenen Päpsten zu einer Art Kastellburg ausgebaut worden. Es diente also einerseits als Fluchtburg für die Päpste, zum anderen zwischenzeitlich aber auch immer wieder als Gefängnis. Seit über 100 Jahren ist die Engelsburg jetzt als Museum genutzt. Den Namen Engelsburg übrigens erhält dieses Bauwerk aufgrund der Legende, dass zu Zeiten Papst Gregors I., als im 6. Jahrhundert in Rom die Pest wütete, der Papst dort über dem Bau die Erscheinung des Erzengels Michael gesehen haben will, der, ich glaube, durch das Zurückstecken seines Schwertes in die Scheide angedeutet haben soll, dass die Pest demnächst zu Ende gehen wird. Die Ehe zwischen Hadrian und der bereits erwähnten Sabina blieb weitgehend kinderlos. Die Beziehung zwischen den Eheleuten war wohl eher eine sehr distanzierte. Deswegen regelte Hadrian seine eigene Nachfolge auch auf eigentlich ja bewährte Weise durch Adoption und adoptierte Antoninus Pius. Hadrian selber starb 138 nach Christus bei Baiae.
und strebte eben, wie vorhin schon erwähnt, dem griechischen Ideal nach. Und dazu gehörte, zumindest in der Vorstellung der Römer, auch die Päderastie, bei der nach antiker Vorstellung der erwachsene ältere Mann für einen Knaben zunächst einmal die Rolle eines Mentors in allen Lebensbereichen übernimmt. Erst die christliche Überlieferung und dann eben vor allen Dingen auch die neuzeitliche Rezeption reduziert diese Päderastie tatsächlich im Wesentlichen auf oder immer stärker auf die rein sexuelle Komponente, die heute natürlich dabei auch eine Rolle spielt, wenn wir von Hadrian und seiner Beziehung zu Antinoos sprechen. Über die genaue Beziehung, wie sich das äußerte, existieren kaum originäre Quellen. Wir wissen zum Beispiel aus dem gelehrten Gastmahl des Athenaios, dass dem Hadrian der Antinoos natürlich sehr, sehr wichtig war. So wird es beschrieben, dass er tatsächlich auch als sein Geliebter dargestellt werden kann. Diese erwähnte Geschichte erzählt davon, dass der alexandrinische Dichter Pankrates sich mit einer besonders raffinierten Schmeichelei bei Hadrian empfohlen haben soll. Der Dichter überreicht nämlich dem Kaiser eine rosenrote Lotusblüte mit den Worten, dass es sich bei dieser Blume doch um den antinoischen Lotus handeln solle. Die Blüte aufgrund ihrer Schönheit verdiene es eben nach Antinoos benannt zu werden. Und es wird dann auch verknüpft mit einer etwas wilden Geschichte, wonach der Hadrian den Antinoos einst vor einem Löwen gerettet hat und das Blut des erlegten Löwen habe also diesen Lotus rot gefärbt, weswegen es eben zum antinoischen Lotus geworden sei. Der Kaiser war, um das abzukürzen, sehr erfreut und wies dem Dichter sogleich eine Stelle am Museion zu. Also diese Schmeichlerei des Dichters hatte sich zumindest für ihn persönlich wohl ausgezahlt. Auch die Umstände des frühen Todes von Antinoos sind letzten Endes nicht ganz klar oder sind von Legenden durchwirkt. Also feststeht, dass er am oder kurz vor dem 30. Oktober 130 in Mittelägypten in den Nil fiel und ertrank. Und manche der antiken Autoren berichten, dass der Tod des Antinoos tatsächlich ein Unfall gewesen ist. Nach anderen Berichten hat er sich sogar für den Kaiser geopfert. Es soll nämlich einen Spruch gegeben haben. Antinoos soll von einem Astrologen erfahren haben, dass sein Freitod dem Kaiser die eigentlich dem Antinoos noch zustehende Lebensspanne zugeschlagen werden würde, wenn er sich denn freiwillig opfern würde. Es gibt allerdings auch ganz andere Geschichten über den Tod des Antinoos in der spätantiken Historia Augusta, einer Sammlung von Kaiserbiografien, die allerdings, das muss man dazu sagen, grundsätzlich mit größter Vorsicht zu behandeln ist, wird auch berichtet, dass Antinoos in den Suizid geflüchtet ist, weil er sich den ständigen und übermäßigen sexuellen Nachstellungen Hadrians entziehen wollte. Also auch diese Version existiert durchaus. Und rückblickend kann sicherlich auch eine Intrige gegen den Antinoos nicht ausgeschlossen werden. Zumindest wird berichtet, dass Hadrians Frau über den Tod des Antinoos nicht über die Maßen traurig gewesen sein soll. Einen Bericht, der einige Punkte ganz gut zusammenfasst und der von Cassius Dio stammt, der selbst Bithynier gewesen ist und der in seiner römischen Geschichte erhalten ist, den möchte ich hier ganz kurz wiedergeben. Auch in Ägypten, so heißt das Zitat, ließ er, das bezieht sich auf Hadrian, die Stadt wieder aufbauen, die nach Antinoos heißt. Antinoos stammte aus Bithynion, einer Stadt Bithyniens, die wir auch Claudiopolis nennen. Er war der Liebling des Kaisers gewesen und hatte in Ägypten den Tod gefunden, entweder durch einen Sturz in den Nil, wie Hadrian schreibt, oder aber weil er, wie es der Wahrheit entspricht, geopfert wurde. Also hier auch wieder eine andere, leicht andere Variante.
Es geht weiter, denn Hadrian war stets, wie schon erwähnt, sehr wissbegierig und bediente sich aller möglichen Weissagen und Zauberformeln. Daher ehrte er den Antinoos, sei es aus Liebe zu ihm, sei es, weil der junge Mann freiwillig den Tod gesucht hatte. Es musste nämlich ein Leben zur Erreichung der Ziele Hadrians freiwillig hergegeben werden. Durch Errichtung einer Stadt an der Stelle, wo jener sein Schicksal erlitten hatte, und nannte sie nach ihm. Außerdem ließ er ihm Statuen, vielmehr Götterbilder, sozusagen auf der ganzen Welt aufstellen. Schließlich behauptete er, einen Stern zu sehen und erklärte ihn für den des Antinoos, und er hörte mit viel Vergnügen die Märchen seiner Umgebung an, in denen es hieß, der Stern sei tatsächlich aus der Seele des Antinoos entstanden und damals zum ersten Male erschienen. Kurz und gut, Antinoos wird als vergöttlichter Mittler zwischen irdischer und himmlischer Sphäre gedeutet. Zudem heißt es in dem gerade gehörten Text, dass es einen Stern geben solle, der aus der Seele des Antinoos entstanden sei. Daraus wird gerne auch mal ein ganzes Sternbild gemacht. Und so sehen wir es hier zum Beispiel auf dieser Sternenkarte noch aus dem Jahr 1825, wo sich unter dem Sternbild des Adlers damals ein aus 6 Sternen bestehendes Sternbild des Antinoos mit Pfeil und Bogen befindet. Auf der anderen Seite muss man aber auch klar sagen, dass dann später, vor allem bei den Kirchenlehrern des 4. Jahrhunderts, Antinoos zum Symbol für eine moralische Verkommenheit wird und auch die Vielgötterei der Römer mit ihm verknüpft wird und er auch dort ein durchaus negatives Zeugnis ausgestellt bekommt. Bereits in dem Zitat erwähnt worden ist, dass Hadrian an der Stelle, an der Antinoos im Nil ertrunken sein soll, eine eigene Stadt gründet. Sofort nach Antinoos Tod beginnt dort eben auch die Vergöttlichung und Verehrung. Es befindet sich also am rechten Nilufer in Mittelägypten seither die Stadt Antinopolis, die heute als Sheikh Abade bezeichnet wird. Heute sieht man dort vor Ort vor allen Dingen die Reste eines Tempels Ramses II. Und eine spätere christliche Nekropole. Die Dinge, die noch während Napoleons Ägypten-Expedition gesehen werden konnten dort in Antinopolis und die dann eben zum Teil auch in der Description de l'Egypte publiziert worden, hier in diesem Bild beispielsweise, wie dieser Triumphbogen, sind heute vor Ort kaum mehr zu finden. Das Einzige, was man vor Ort noch sehen kann, sind Reste dieser Säulen, die wir hier auf diesem Stich sehen können. Wahrscheinlich wurde in dieser Stadt Antinopolis auch der Grabbau für Antinoos selbst errichtet, worüber auch die Hieroglypheninschrift eines Obelisken berichtet, der einst wohl in Antinopolis gestanden haben mag und der heute aber auf jeden Fall in Rom zu finden ist. Links ein Foto, rechts ein Stich, der den Obelisken einmal im Hintergrund zerbrochen vor der Villa Barberini zeigt und dann einmal die 4 Seiten dieses Obelisken abbildet. Das ist eine ganz wichtige Quelle. Dort wird im Inschriftentext des Obelisken um die Erlösung und um Belohnung des Hadrians gebeten, der diesen Obelisken errichten ließ. Daneben geht es eben um die Gründung dieser Stadt Antinopolis, um die Errichtung eines Tempels für Antinoos Osiris in dieser Stadt Antinopolis und auch um die Errichtung einer Wettkampfstätte, womit wir auch verknüpfen können, die Wettkämpfe, sowohl sportliche wie musische Wettkämpfe mit gewissem religiösem Hintergrund, die sogenannte Antinoeia, die dann als die großen Antinoos-Spiele in verschiedenen Städten regelmäßig zu Ehren des Antinoos aufgeführt und abgehalten worden sind. Natürlich darf auch die Lobpreisung des Antinoos Osiris mit der Bitte an Thoth, seine Seele zu erretten, nicht fehlen. Auch diese ist auf dem Obelisken erwähnt. Dieser Kult um Antinoos findet dann vor allen Dingen in den griechisch geprägten Bereichen im Osten des Römischen Reiches durchaus Anklang, wird dort eingeführt und umgesetzt, möglicherweise aber eben auch, weil diese Städte dem griechenfreundlichen Kaiser damit gefallen wollen. Also die Frage ist, ob man sich über Antinoos oder
um die Verehrung des Antinoos tatsächlich kümmern will oder ob man einfach dem Kaiser einen Gefallen tun möchte. Auf der anderen Seite wurde Antinoos dann später aber auch, wie gesagt, vor allen Dingen von den Kirchenlehrern mit den negativen Ereignissen moralischer Verkommenheit und der Vielgötterei belegt. Kommen wir nochmal zurück zur Münchner Figur des Antinoos und schauen uns im Vergleich zu ihr einige andere Statuen des Antinoos an und sehen, in welch unterschiedlichen Ausformungen diese Statuen auf uns überkommen sind. Es gibt Darstellungen des Antinoos in ganz unterschiedlichen Formen. Es gibt heute, ich hatte es eingangs erwähnt, über 100 Statuen, dazu noch 250 unterschiedliche Münzporträts, wie auch andere Objekte der Kleinkunst, Gemmen, Kameen, Bronzen, die uns Antinoos darstellen. Es gibt ganz unterschiedliche Bildnistypen, die auch nach unterschiedlichen Gesichtspunkten klassifiziert werden können. Häufig erhalten die Statuen Attribute von Gottheiten, mit denen Antinoos identifiziert wurde oder mit denen er verschmolzen ist. Hier Beispiele aus der Nikolsberg-Glyptothek in Kopenhagen oder den Vatikanischen Museen in Rom, in denen der Antinoos dem Dionysos angeglichen wird, also dem griechischen Gott des Weines, der Freude, der Fruchtbarkeit, aber auch des Wahnsinns und der Ekstase. Hier tritt er eben, also Antinoos, als Dionysos auf. Ebenfalls als Dionysos ist er hier abgebildet in einem ganz besonderen Typ, dem Typus Mandragone, benannt nach dem Fundort. Dort präsentiert sich Antinoos ebenfalls als Dionysos, aber in einer Art und Weise, die beispielsweise auch von Winkelmann hochgelobt und gepriesen worden ist. Winkelmann geht so weit, dass er sagt, die Ehre und die Krone der Kunst dieser sowohl aller Zeiten sei dieses Abbild des Antinoos. Und an einer anderen Stelle heißt es, nach dem vatikanischen Apollo und dem Laokoon sei es das Schönste, was uns heute überhaupt übrig ist. In diesen beiden Darstellungen andere Arten, wie Antinoos auftreten kann, auf der linken Seite als Aristaios, der in der griechischen Mythologie der Sohn des Gottes Apollon und der Nymphe Kyrene gewesen ist. Er war ein eher ländlicher Gott der Imkerei, des Olivenbaus, der Schafzucht und der Jagd. Auf der rechten Seite dann Antinoos als Kaiserpriester, wie er heute beispielsweise im Louvre zu bewundern ist. Wirklich wild wird es vor allen Dingen dann, wenn man dann auch noch die Statuen betrachtet, die erst neuzeitlich neu zusammengefügt worden sind. Da gibt es nämlich einige, wie zum Beispiel hier auf der linken Seite den Antinoos als Asklepios, beziehungsweise rechts den Antinoos im Louvre. Hier bei dem Antinoos im Louvre beispielsweise ist ein Antinoos-Kopf mit dem Körper einer Herakles-Statue zusammengesetzt worden, eben neuzeitlich. Und es gibt dann eben ganz wilde Mischungen, wo man sich natürlich auch fragen muss, ist das jetzt nun tatsächlich ein Antinoos-Bildnis oder eben nicht? Zählt man es zu diesen 100 Objekten oder 100 Statuen, die heute erhalten sind, dazu oder eben nicht? Teilweise schoss man in der Begeisterung für den Antinoos bei der Identifizierung vermeintlicher Antinoos-Standbilder auch über das Ziel hinaus. Ein schönes Beispiel ist dieser sogenannte Antinoos von Belvedere, der wohl erstmals 1543 bereits erwähnt wird und der in nahezu allen wichtigen Werken der frühen Neuzeit immer wieder Erwähnung findet. Also Künstler studieren anhand dieser Skulptur die antiken Kunstfertigkeiten. Die Königshäuser von England, Spanien und Frankreich lassen sich Kopien von dieser Figur herstellen. Joachim Winkelmann schätzt diese Statue ganz als ein ganz großes Kunstwerk ein. Doch die Deutung als Antinoos war wohl einfach falsch, auch wenn sie für die Erforschung des Antinoos-Porträts immens wichtig gewesen ist. Die Statue wird seither, seit dem frühen 19. Jahrhundert, als Darstellung des Merkur gedeutet. Man hat dazu auch unmittelbare Parallelen gefunden in neuerer Zeit. Und diese Deutung als Merkur und eben nicht als Antinoos hat eben auch bis heute Bestand.
Bereits ganz kurz angesprochen habe ich, dass diese Antinoos-Motivik dann eben auch neuzeitlich sehr häufig umgesetzt worden ist. Von der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts bis zum Ende des 19. Jahrhunderts werden also Büsten und Statuetten sehr häufig auch aus Bronze hergestellt und finden weite Verbreitung, die sich dann eben auch an dem jeweiligen Zeitgeschmack orientieren und die aus heutiger Sicht, man kann es wohl so sagen, vielleicht auch als ein wenig kitschig empfunden werden. Ein Beispiel möchte ich Ihnen hier ganz kurz nur zeigen. Es ist die Statue des Franz Jakob Schwanthalers, hier in München, im Volksmund einfach auch nur als der harmlos bezeichnet, aufgrund einer bewussten Fehlinterpretation der Beischrift, die er hier auf dieser Tafel neben sich stehen hat. Dort heißt es nämlich, harmlos wandelt hier, dann kehret neu gestärkt zu jeder Pflicht zurück. Und daher hat diese Statue eben den schönen Namen der harmlos bekommen. Die Statue befindet sich am Ende der Galeriestraße, wer die als Münchner mal besuchen möchte, also nördlich des Hofgartens. Dort steht heute eine Kopie, des Original ist im Residenzmuseum. Nochmal zurück zu unserem Antinoos, der ja in einer ganz anderen Art und Weise dargestellt ist, nämlich im ägyptisierenden Stile. Und natürlich gibt es auch dazu hinreichend Parallelen. Also hier der Antinoos in ägyptisierender Tracht, dem sogenannten auch Dresdner Kopf. Dieses Objekt, das eben auch mit dem Münchner Statuenoberteil zu vergleichen ist, gehört zu einer eher kleineren Gruppe, die den Antinoos mit dem Osiris identifizieren. Auch dieser Kopf, den Sie hier auf der Folie sehen, ist vermutlich aus der Villa Hadriana, ist ein ganz berühmter Kopf des 18. Jahrhunderts, also in der Literatur des 18. Jahrhunderts berühmt, zu einem Zeitpunkt, als die ägyptische Skulptur auch noch nicht so wirklich weit bekannt war, so dass dieser Kopf dann eben auch teilweise völlig falsch benannt war und eben auch als Isis oder als Sphinx mal beschrieben worden ist oder ähnliches. Hier ein paar andere Darstellungen des ägyptisierenden Antinoos, der vor allen Dingen durch die Parallele des Ertrinkens mit dem Osiris identifiziert worden ist. Das heißt, nach einer Version des Osiris-Mythos ertrinkt ja Osiris selber auch im Nil und man hat darin eben eine Parallelität des Schicksals des Antinoos auch gesehen. Es geht also hier um ein Phänomen, das man vielleicht als die Vergöttlichung durch Ertrinken bezeichnen kann. Also so wird die Apotheose des Antinoos nach dem Vorbild des Osiris gesehen und eben der Antinoos auch als Osiris dargestellt. Kommen wir, wenn es um diese ägyptisierenden Aspekte geht, natürlich auch noch auf den Gartenpalast des Hadrian in Tivoli zu sprechen. Eigentlich ist es eine Untertreibung, von einem Palast zu sprechen. Eigentlich ist es eine ganze Palaststadt. Die Villa Adriana oder auch Hadrians Villa wurde von 118 bis 134 nach Christus, ca. 30 Kilometer nördlich von Rom, 6 Kilometer vor Tivoli, als eine Art Sommerresidenz und Alterssitz des römischen Kaisers Hadrian ausgebaut. Und die Anlage umfasst mindestens 125 Hektar an bebautem Gebiet, mit natürlich auch Grünflächen dazwischen, und war damit die größte und sicherlich aufwendigste Palastanlage, die sich ein römischer Kaiser so hat erbauen lassen. Diese ist in der Begeisterung Hadrians für Ägypten auch teils altägyptisch ausgestattet. Römische Künstler schufen also ägyptisierende Statuen. Und am bekanntesten ist wohl der sogenannte Kanopus, eine Art künstlicher Kanal oder ein Kanalstück, das als ein Gegenstück zu einem Kanal in Ägypten aufgefasst wurde, der die Stadt Kanopus mit Alexandria verband. Hier auf dem Bild zu sehen. Dieser Vorstellung entsprechend ist dann die von einer mächtigen Halbkuppel überwölbte Banketthalle am Ende dieses Kanopus auch als ein Serapeum, also als ein Heiligtum des Gottes Serapis bezeichnet worden, wobei es damit inhaltlich eben so gut wie nichts zu tun hat, sondern eben als eine Art Banketthalle verwendet worden ist. Links und rechts dieses Wasserlaufes gab es dann Säulenstellungen und vor allen Dingen aber auch eine terrassenartige Anlage von Gärten, die bestanden waren mit großen Blumentrögen, sodass man, wenn man unten am Wasser entlang flanierte, tatsächlich den Eindruck hatte, sich in einem grünen
und zu den entsprechenden Jahreszeiten eben auch bunt blühenden Tal zu befinden. Also hier eine wirklich rein künstlerische und künstliche Nachschöpfung dieses Canopus-Tales. Ganz kurz nur einen Überblick über die große Fläche dieser ganzen Anlage. In Nord-Süd-Richtung insgesamt über 3 Kilometer und an der breitesten Stelle in westöstlicher Richtung etwas über 1500 Meter lang, ein riesiges Areal, dessen ganz genaue Ausmaße bis heute nicht hundertprozentig zu erfassen sind. Es gibt einige ganz bekannte Stellen. Ein wunderbarer Ort ist zum Beispiel das Teatro Maritimo, eine Art Inselpavillon, die vermeintlich dem König als eine Art Rückzugsort und auch als Besprechungsraum gedient haben soll. Ein Drittel dieser Gesamtanlage ist allerdings bisher noch gar nicht wirklich durch Grabungen erkundet und es gibt einen Ort, auf den ich noch ganz, ganz kurz zu sprechen kommen möchte, das sogenannte Antinoeion, das tatsächlich auch erst Anfang der 2000er Jahre gefunden worden sein soll, ich glaube im Jahr 2002. Und dabei handelt es sich tatsächlich um ein Heiligtum, das vermeintlich nach altägyptischen Vorstellungen und Vorbildern gebaut worden sein soll, und zwar ganz speziell zur Einführung und zum Vollzug dieses Antinoos-Kultes gedient haben soll. Das Antinoeion ist also ein Tempelkomplex zu Ehren des Antinoos in der Villa Hadriana und besteht im Wesentlichen aus zwei einander gegenüberliegenden kleinen Tempelgebäuden vor einer halbkreisförmigen Exedra. Und hier könnte eventuell in der Mitte auch auf diesem Fundament, das man hier auch auf dem Bild vielleicht in der Mitte erkennen kann, der Antinoos-Obelisk, den wir vorhin schon gesehen haben, gestanden haben. Das ist aber noch nicht so ganz gesichert. Für die Frage, wie der Antinoos, der heute im Ägyptischen Museum in München steht, zu uns gekommen ist, mache ich es mir jetzt ein wenig einfach und verweise auf einen Vortrag zur Sammlungsgeschichte, in der es nämlich um die sogenannten albanischen Antiken geht und um die Bedeutung Ludwigs I. für das Münchner Museum, der nämlich schlussendlich diese sogenannten albanischen Antiken für München gekauft und erworben hat und hier nach München gebracht hat. Die wichtigsten Stationen nur ganz kurz. Unser Antinoos stand sicherlich in dieser Alessandro Albani Villa zusammen mit den anderen ägyptisierenden Stücken in einem Vorraum der Diezia bzw. der Galleria del Canopo, also auch hier diese Erinnerung an den Canopus. Und der Albani war eben besonders interessiert an der Sammlung sowohl griechisch und römischer Antiken, aber eben auch an der Ausgestaltung seiner Villa mit altägyptischen Objekten. Dort in der Villa Albani stand auch unser Antinoos, bis er dann im Jahre 1798, wie die anderen albanischen Antiken, von den napoleonischen Truppen entführt worden ist, nach Paris verschleppt worden ist und wo er dann von Ludwig I. gesehen worden ist. Die Villa Albani, die hatte eben auch der Winkelmann besucht, mit ausgestattet, Empfehlungen ausgesprochen und hatte dort eben auch die Statue tatsächlich selbst gesehen und war übrigens auch der Erste, der diese Statue als Bildnis des Antinoos identifiziert hat. Auf Empfehlung sicherlich auch Winkelmanns baut dann Ludwig I. sein Antikenmuseum, nämlich die Münchner Glyptothek, eröffnet 1830. Auch um die Glyptothek geht es natürlich in dem Vortrag, in dem vorhin erwähnten, zur Sammlungsgeschichte des Ägyptischen Museums. Die Glyptothek beginnt mit einem sogenannten ägyptischen Saal, weil Ludwig I. der Überzeugung war, dass die Kunstgeschichte eben nicht bei den Griechen und Römern beginnt, sondern Vorläufer in den alten Ägyptern findet. Und dort wurde auch unser Antinoos aufgestellt, allerdings nicht so, wie Sie ihn heute hier im Ägyptischen Museum sehen können, sondern wie er ergänzt worden ist durch den dänischen Bildhauer Bertel Thorvaldsen, der also den Antinoos Torso mit Armen und Beinen komplettiert hat, nach dem Vorbild eines Gegenstücks im Vatikan.
Zu Torvalsen vielleicht ganz kurz die Empfehlung, sobald sie wieder geöffnet hat, die Glyptothek selbst zu besuchen, die ja in diesem Jahr eine Sonderausstellung zu Bertel Torvalsen, Bildhauer Ludwigs des Ersten, zeigt. Hier noch ein Blick auf eben diese Vorlage, nach der Torvalsen das Münchner Stück ergänzt hatte, und hier eine historische Aufnahme mit einem Blick in den eben erwähnten ägyptischen Saal, in der unser Antinoos eben hier zentral in der Mitte mit Armen und Beinen zu sehen ist. Nach den Kriegszerstörungen der Glyptothek, nach Irrungen und Wirrungen, nach verschiedenen Zwischenstationen kam dann der Antinoos, aber eben wieder entrestauriert, also der nachträglich ergänzten Arme und Beine wieder entledigt in unseren alten Standort. Seit 1972 befand er sich im Staatlichen Museum, damals noch Staatliche Sammlung ägyptischer Kunst, hier am Ende des sogenannten Teil 2 unseres Museums zu sehen, um dann schlussendlich seit 2013 in dieser doch sehr prächtigen Aufstellung im zweiten großen Saal unseres jetzigen ägyptischen Museums eben das Blickpunktbild am Ende von Raum 2 zu sein und dort repräsentativ für die römische Zeit zu stehen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Sie schauen sich sowohl die Ausstellung zu Torvalsen, aber natürlich auch unseren Antinoos in diesen Tagen mal wieder im Original an.